Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Jetzt möchte ich noch ein Video machen, wo ich auf ein paar Besonderheiten eingehe, wenn wir Frequenzumrichter Antriebe verwenden. Also wir verwenden einen Motor, üblicherweise einen Asynchronmotor und einen Frequenzumrichter, um den Drehzahlvariabel einzustellen. Was muss ich da beachten oder was gibt es da für Besonderheiten, die mir vielleicht sogar das Leben einfacher machen? Oder nicht? Ja. Schauen wir uns das an. Eine Sache hatten wir ja schon einmal. Auf alle Fälle, die Kabel zum Motor, die müssen bei Frequenzumrichtern unbedingt geschimmt werden. Also die Motorkabel. Unbedingt geschirmte Ausführung. Ja. Hohe Spannungssteilheiten. Ja. Motorkabel unbedingt geschirmt. Also das muss man beachten. Einen normalen Voltammeter, den hängst du nicht geschirmt an. Ne? Drehstrommotor auch hängt fertig. Ja. Frequenzumrichter geschirmt. Auf beiden Seiten aufgelegt. Wichtig. Ja. Haben wir mal ein Video gehabt drüber. Motorkabel. Ja. Dann, wir haben aber was gehört von einem Leistungsfaktor, von Typenschild von solchen Motoren, da steht irgendein Cosinus Phi drauf und so weiter. Also Leistungsfaktor, wie muss ich den irgendwie beeinflussen? Ja? Das ist jetzt gut, kein Thema. Ja, ein Frequenzumrichter hat üblicherweise einen Leistungsfaktor von 0,98. 0,98 bis 1. Ja. Über den gesamten Betriebsbereich. Gesamter Betriebsbereich Cosinus Phi 1. Ja. Also, oder 0,8, fast 1. Ja. Der Frequenzumrichter selbst hat praktisch Leistungsfaktor 1, egal was hinten für ein Motor dran hängt. Der checkt es schon. Okay? Der checkt es, der kompensiert praktisch den Leistungsfaktor des Motors. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Das ist nochmal nicht schlecht. Gell? Und dann haben wir noch den Anlaufstrom. Wie schaut das aus, wenn ich den Frequenzumrichter da habe? Ja, muss ich mich um den Anlaufstrom kümmern? Wie geht das? Gute Nachricht. Kein Thema. Kein Thema. Der Frequenzumrichter steuert den Motor so an, dass die Ströme im Bereich des Nennstroms bleiben. Der kann die Spannung einstellen und der nimmt halt nicht so viel Spannung und dann rennt er mit einem gemütlichen Strom an. Wir brauchen keinen Stirn-Dreieck-Anlauf oder so irgendwas, dass wir die Anfallströme beherrschen. Kein Thema. Der Frequenzumrichter macht das für uns. Der fährt den sanft weg, der zirkt weg und das war's. Ja? Also, man sieht's, also der Frequenzumrichter, der kann schon was. Der kann schon was, ja, und, ja, dafür müssen wir halt die Kabel geschirmt ausführen. Okay. Ja. Wenn wir einen Kabelbruch haben oder einen Schirmbruch, dann kann er auch was. Dann kann er nämlich stören. Aber ich meine, hey, Leistungsfaktor, Anlaufstrom, Blindleistungskompensation, alles weg, weg. Ja, ja, das waren also die Besonderheiten bei Verwendung von Frequenzumrichtern.
Da habe ich mir gedacht, das ist ein würdiger Abschluss fürs Kapitel Antriebe. Man sagt ja, alles leibend. Damit, wie gesagt, ist das ein Abschluss fürs Kapitel Antriebe. Es werden nicht mehr Sachen kommen von mir zu diesem Thema. Rotierende Maschinen haben wir erledigt. Eine Maschine fehlt uns noch. Eine Maschine, eigentlich von außen eine Fademaschine, ein Transformator. Gibt es eine eigene Serie an Videos? Ja, die würde jetzt im Anschluss gut passen. Videoserie über Transformatoren. Braucht man es ja nicht anschauen? Kann man aber. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.